ausmerzen, mich aus euren Köpfen verbannen. So kämpft doch für mich! Sterbt für mich! Sterbt für mich! So bittet man aber nicht um Aufopferung. Ihr Leben für deines. Ist das das, was du willst? Ihre Leben sind unbedeutend. Kein Land, kein Reichtum, kein Tick. Aber mein Name lebt weiter. Der Ruhm eines guten Menschen stirbt nie. Doch dein Name taugt bald nur noch zum Fluch. So sei es. Zu Lebzeiten verlieh mir mein Reichtum Macht. Im Tode mit meinem Namen zu fluchen, verleiht mir nur noch mehr. Mag ich auch sterben. Mein Orden lebt woanders weiter. Überall. Fügt euch! Gebt uns, was uns zusteht! Den Handel, den Reichtum, das Vermächtnis, alles! Fügt euch! Fügt euch! Fügt euch! Falls es eure Hölle wirklich gibt, freut es mich, dass du sie bald sehen wirst. Wir sollten zum Lager zurück, ehe ich mich vergesse und hier alles... In Zukunft muss ich mich in Acht nehmen. Häuser können neu gebaut und Felder neu bestellt werden. Aber Vertrauen wiederherzustellen dauert länger. Dafür hast du in mir und meinem Clan neue Verbündete, Soma. Das Ende des Sturms ist schon in Sicht. Das stimmt. Ich weiß, dass du recht hast. Ja, nur fest und Tuam leer. Lass mich fortfahren. Das stimmt. Hast nur. Es ist schwer, dieses Ende zu sehen. Bleib in meiner Nähe. Eivor, du warst mein Licht in der Dunkelheit. Garlin zu entlarven, seinen Verrat bloßzustellen, hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen. Ein solcher Verrat ist schon eine Art von Tod. Garlin hat sich selbst getötet. Das stimmt. Und ich fühle mich erleichtert. Eine Last wurde mir genommen. Doch mein Herz bleibt verletzt zurück. Ach, wo wir gerade sprechen, Eivor, fällt mir ein, das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Ja, als Kona Soma. Ich danke dir zutiefst. Und es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns... auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Auf bald, Eivor vom Rabenclan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Grantabrück wieder. Eivor! Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränge. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Ach, bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt.
Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir. In deinem Clan. Du willst im Rabenclan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an. Wer würde das nicht? Du bist herzlich willkommen, Dränger. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Eine letzte noch, aber nur weil ihr alle so guten Geschmack. Vielen Dank. Egal ob Fell, Fleisch oder Knochen, bei uns gibt es von allem nur das Beste. Und falls du auf die Jagd gehen willst, bring uns deine Beute. Wir werden die Bälge und Schädel für dich herrichten. Oh ja, ich hänge Petras Siegeszeichen seit vielen Jahren auf und sie ist eine anspruchsvolle Frau. In allen Dingen. Gut zu wissen. Viel Freude mit eurem neuen Heim. Eivor, du siehst aus wie jemand mit einer Neigung für Siegeszeichen. Ich schätze jeden Sieg, doch ich behalte nur selten ein Andenken. Deine Waffen zieren die Male großer Schlachten. Auch in deinem Gang ist jeder deiner Triumphe deutlich zu erkennen. Oder irre ich? Keinesfalls. Warum fragst du? Ach, es geht natürlich um unser Handwerk. Werch ist der beste Gerber und Kirschner in ganz Englerland. Wenn du willst, dass deine glorreichen Jagderfolge deinen Tod überdauern, solltest du Siegeszeichen daraus machen lassen. Wenn du eine seltene und würdige Kreatur bezwingst, bring sie zu uns. Wir bereiten sie für dich auf. Eine gute Idee. Andenken, um das Langhaus zu schmücken. Vielen Dank, Petra. Oh, hättest du noch einen Augenblick, bevor du gehst? Für einen kleinen Gefallen? Worum geht es? Seit einigen Tagen höre ich jeden Abend das Geheul eines Wolfsrudels am Rand unseres Waldes hier. Ohne unser Eingreifen könnten sie das ganze Wild reißen. Und wer weiß, wenn die Hirsche tot sind, gehen sie vielleicht auf uns los. Du meinst, wir sollten sie verjagen? Ich würde sie alle erlegen. Nur mit deiner Erlaubnis, versteht sich. Und mit deiner Hilfe, wenn du Zeit hast. Ich habe noch zu tun. Aber ich komme wieder. Theodor, hast du meine Bauern bewegt? Das habe ich. Ich habe sie rübergestellt. Sei gegrüßt. Gilbert, hast du dich eingelebt? Ja, in der Tat. Deine Leute sind so gastfreundlich. Und Randvi hat mich vieles über eure Strategien gelehrt, eure Art, Krieg zu führen. Aber nicht so viel, dass du es gegen uns verwenden könntest. Nein, Gott bewahre. Trotz eurer gewaltsamen Vorstellung in Englerland habt ihr mich und meinen Vater mit Güte behandelt. Ich möchte, dass unser Bündnis Bestand hat und für etwas steht.
ganz ehrlich. Ich denke, das will er wirklich. Gut. Es freut mich, dass du deinen Platz gefunden hast. Eivor, du bist zurück. Schön, dich zu sehen. Das habe ich. Ich habe sie rübergestellt, damit sie nicht im Weg... Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Die Dänen von Grantabrückschir sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat einen Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das werden sie, auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Chilbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut. Freunde, hört mir zu. Und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarlskona Soma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu. In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Sigurd weiß, was ich erreicht habe, und er würde angemessener feiern, als ich es tue. Aber das schmälert nicht eure Erfolge, euer aller Erfolge. Denn ich sitze hier zwischen den entschlossensten und stärksten Kriegern, die ich kenne. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skål! Skål! Denkst du, ich bin betrunken, Eva? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Was du sagst, ist Unsinn, Dark. Womit habe ich deinen Ingrim verdient? Wie ich's mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greife sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Zu mir! Auf euch wartet ihr nicht, sonst wird's tot!
Namen. Kann das deinen Kampf überstehen, Randy? Das ist euer Ende! Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid und... Wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Anglia. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn! Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal. Wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn! Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren? Möge man dich in deiner Heimat betrauern. Wir werden es nicht tun. Eivor, meine Späher hätten ihm zu seinem Lager folgen können. Vielleicht hätten wir mehr erfahren. Der Preis für Respektlosigkeit ist der Tod, Randvi. So hätte Sigurd auch gehandelt. Wie soll ich Pläne schmieden, wenn mein Rat nicht gehört wird? Seine Rückkehr hätte ihnen die Botschaft gesendet, dass wir weich und feige sind. Jetzt werden uns diese missratenen Dänen fürchten. Vergib meine Hast, Randvi, aber Dark hat recht. Endlich siehst du klar. Ich bete zu den Göttern, dass es so bleibt. Wir sollten hier aufräumen und die Leichen aus dem Lager schaffen. Einverstanden. Dann reden wir darüber, wie es weitergeht. Gemeinsam. Nachricht für mich. Das habe ich. Ich habe sie rübergestellt damit.
Petra, guten Tag. Ah, du bist zurück? Eine gute Idee. Ich schließe mich dir an. Gut. Ein Wolfsrudel sollten wir keinesfalls unterschätzen. Gehen wir. Hier entlang. Zuletzt habe ich sie auf diesem Hügel gesehen. Geh vor. Ich folge dir. Die Lage unserer Siedlung ist hervorragend. Der Boden gut und alle Tiere sind gesund und vielzählig. Aber Wölfe sind eine Gefahr. Vielleicht sind die Ragnarssons deshalb weitergezogen. Die Menschen störten das Gleichgewicht der Natur und die Natur schlug zurück. Indem sie uns angriff. Ein Wolf tut, was er tun muss. Sie wurden vertrieben und sind nun zurückgekehrt. Komm hier lang. Sieh mal, Brotkrumen und Essensreste. Sie müssen sich an Torbjörns Laden bedient haben. Oder an einem Tisch in der Siedlung. Du hast von dort aus die Brotkrumen erkannt? Sie stechen doch deutlich aus Gras und Erde hervor. Sieh doch. Komm, hier lang. Ah, riechst du das? Ein männlicher Wolf. Er markiert sein Revier und hält so die Rivalen Woher fern. Weißt du sein Geschlecht? Der Geruch ist anders. Das lernt man mit der Zeit. Wie wurdest du zu einer so guten Fährtenleserin? Ich stamme aus einer Jägerfamilie aus einem Gebiet im Osten, das du noch nie bereist hast, würde ich behaupten. Doch ich lebe schon fast mein ganzes Leben in Englerland. Hier haben wir auch Werch gefunden. Ihr seid Geschwister, so wie Sigurd und ich es sind. Verbunden durch Ehre, nicht durch Blut. Ja, meine Mutter hat immer gern erzählt, wie wir Werch fanden. Als Säugling im Wald ausgesetzt. Wir nahmen ihn zu uns. Sieh mal, die Wölfe haben ein Tier gerissen. Sie sind in der Nähe. Diese Spuren. Sie müssen das arme Wesen fortgezerrt haben. Wir kommen näher. Ah, siehst du diese Bissspuren am Kadaver? Sie sind anders. Das war ein Rudel, kein einzelnes Tier. Ganz genau. Suchen wir weiter. Also fand deine Familie Welch in den Wäldern? Wir zogen gerade durch das Dickicht, als ich einen weißen Hirsch vor uns entdeckte. Ich verfolgte ihn in der Hoffnung, ihn zu erlegen. Ich verlor ihn auf einer Lichtung, doch auf dem Boden fand ich einen winzigen Säugling. Unseren kleinen Welch, gewickelt und ganz allein. Ah, sieh nur, diese Spuren im Gras. Hier schliefen sie. Ich bin beeindruckt, Petra. Du hast eine Gabe. Noch hast du nichts davon gesehen. Du sahst also einen weißen Hirsch. Und der führte dich zu Welch? Ganz genau. Es war Schicksal. Wir nahmen ihn mit und päppelten ihn auf. Ich war damals selbst noch ein junges Mädchen. Und von diesem Tag an wurden wir als Bruder und Schwester großgezogen. Diese Beute ist frisch. Sie sind nah genug dran, um uns zu hören. Sind wahrscheinlich vor kurzem erst geflüchtet. Wir haben unsere Wölfe wohl gefunden. Hey du, bring dich in Sicherheit. Eivor, komm mit. Beenden wir das. Ich stehe dir bei. Geschafft.
Das sollten alle gewesen sein. Oh, danke. Ich danke euch. Euch beiden. Geht es dir gut? Waren das deine Schafe? Mein Gott, das waren sie. Sie waren alles, was ich noch besaß. Diese armen Tiere hatten keine Chance. Vor ein paar Monaten verlor ich meine Kühe. Jetzt auch noch die Schafe. Was für ein armseliger Bauer ich doch bin. Das tut mir wirklich leid. Die Wölfe sind fort. Wage einen Neuanfang. Ohne den Segen der Götter werde ich scheitern. Aber ich werde es versuchen. Dir bleibt noch dein Leben, Bauer. Damit allein kannst du stets neu beginnen. Eivor, warte. Ich hab was gehört. Was? Oh, Gottgütiger! Vorne! Rohesia! Meine Schätzchen! Ihr seid am Leben! Ach, kommt her, meine teuren Engel! Am Ende wird alles gut. Das war großartig, Eivor. Du jagst fast so gut, wie du kämpfst. Gib mir ein paar Wochen, dann lese ich Fährten ebenso gut wie du. Oder besser. Es wäre mir ein Vergnügen, dir zu helfen. Das hat mir gefallen, Petra. Zögere nicht, mich aufzusuchen, wenn du erneut auf Bestienjagd gehst. Du sollst zuerst davon erfahren, Eivor. Bis bald.